Yeah, that body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her. Hey Leute, willkommen zur nächsten Folge der FIFA 18 Torwartkarriere. Damit sind wir wieder zurück bei den Würzburger Kickers. Und zwar habe ich hier mal was aufgerufen. Tatsächlich haben wir einen aktuellen Wert von fucking 21 Millionen. Das ist ja niemals gedacht. Das ist ja richtig krass. Also, wir sind ja nicht übel. Ich bin momentan gesund, habe keine Sperren da unten. Das ist noch was Wichtiges. Wir haben Spiele 31 Stück gespielt, davon 16 Siege, 8 Mal unentschieden, 7 Mal verloren und haben 15 Spiele ohne Gegentor gemacht. Also quasi von den 16 Siegen 15 zu 0. Das ist nicht übel, zwar auch 7 Niederlagen dabei, aber also ja, kann man schon mal machen. Gut, Training hatten wir schon gemacht in der letzten Folge. Sieht man hier, ist alles schon gemacht. Ich zeige mal ganz kurz, gegen wen wir heute spielen. Und zwar ist das der VfL Osnabrück und Unterhaching. Das sind die zwei Mannschaften, gegen die wir heute spielen. Also heute ganz normal zwei Spiele plus dann eben nochmal ein Training hier dazwischen. Das soll ja alles klappen. Ja, die erste Chance hier für Osnabrück war echt nicht schlecht. Hat er nicht schlecht gemacht. War eine knappe Angelegenheit. Aber drüber. Also bisher läuft so, naja, Osnabrück hat schon, macht schon Druck. Hat jetzt nicht so Chancen, das war jetzt die erste Chance. Aber sie machen schon Druck und dafür, dass wir Erster sind momentan. Ich weiß gar nicht, wie viel der Osnabrück ist, aber wir sollten das, denke ich, schon hinbekommen, hier einen Sieg rauszuholen. Wäre wichtig. Und da ist die erste Chance von unserem Team. Müller schießt hier an den Pfosten. Auch das ganz schön knapp. Noch ein bisschen knapper als bei Osnabrück gerade. Ei, war das knapp. Alter, da kriege ich einen Hustanfall. Alter, war das knapp. Ach du Scheiße. Vielleicht ein Konter. Nee, der Pass war nicht gut gespielt. Jawohl! Da rappelt's. 1 zu 0 für die Würzburger Kickers. Nice one. Nice one. Das war nicht schlecht. Endlich ein Tor. Und zum Glück für die Würzburger Kickers, für uns. Denn das war so ein Spiel bisher, so, ja. Da haben wir schon, hätten wir einiges besser machen können. Also, ja, der Pfostenschuss gerade von Osnabrück, das war schon ziemlich knapp. Den hätten wir auf jeden Fall halten können. Das wäre viel besser gewesen. Kommen schon wieder. Sie sind die ganze Zeit am Drücker. Diesmal war der Pass aber nach hinten nicht so geil. Die spielen den Ball auch nie zu mir. Die spielen da vom Tor hin und her. Na, das ist so gefährlich. Wenn ich damit kommen würde, würde ich ihn sowas von weghauen. Ja. In der ersten Halbzeit kam von mir als Torwart noch recht wenig. Wie gesagt, hätten wir die eine oder andere Sache besser machen können müssen. Ja, aber wir führen, wir haben vorne ein Tor gemacht, Müller war es, und wenn wir jetzt in der zweiten Halbzeit einfach ein bisschen konzentrierter arbeiten, besser im Tor sind und Osnabrück dann Strich durch die Rechnung machen, wäre das schon ganz nice. Heimatland, also da hinten, das ist, funktioniert noch nicht ganz, irgendwas ist heute los. Also letzte und auch die vorletzte Folge, vor allem die vorletzte Folge, glaube ich, war es. Da waren wir richtig, richtig gut. Aber bisher will es noch nicht so richtig werden. Ja, da habe ich jetzt gar nichts gesehen. Ich habe einfach gedrückt. Wusste aber nicht genau, wo er landet, der Ball. Jedenfalls über dem Tor, so wie ich das jetzt sehe.
Aber wie gesagt, es läuft noch nicht ganz so. Die letzten 10 Schreckensminuten, wie der Jan sie so schön bezeichnet, beginnen. Also Osnabrück hatte bisher viele Chancen. Und es steht immer nur noch 1:0 für uns. Da gab es einen Foul meiner Meinung nach, gibt auch Freistoß. Steht immer nur noch 1:0, sage ich jetzt mal. Und ja, da, wenn Osnabrück mal kontert oder irgendwas, kann es da dann schnell auch mal 1:1 stehen. Außer der Freistoß ist natürlich jetzt drin. Der war nicht schlecht, der war richtig gut geschossen eigentlich. Aber heute ist Aluminiumtag. Zweimal Aluminium auf beiden Seiten. Und da gibt es den besagten Konter. Da kommt Osnabrück mal nach vorne. Der Pass war grottenschlecht. Der Verteidiger fängt ab. Hier bekomme ich mal den Ball. Den können wir da schön raushauen zu dem anderen. Alles noch okay. Und da kommt der schöne Pass hier rüber. Und wieder Latte und wieder Latte. Das gibt's es doch nicht. Zweimal hintereinander. Ach du heilige Kacke. Was war das denn? Der Torwart der Gegner ist mit vorne. Das ist vielleicht schon die letzte Ecke. Und ich komme da behindert raus. Aber den haben wir. Alter, ich bin da ja richtig behindert rausgekommen. Also heute ist irgendwie der Wurm drin. Aber wir spielen ein bisschen auf Zeit. 1:0. 1:0 gewonnen. Die letzten 10 Minuten waren echt Schreckensminuten. Alter. In den letzten 10 Minuten dreimal Latte für die Würzburger Kicker. Sonst hätten wir hier 2 oder 3-0 geführt. Dann komme ich hier noch so behindert raus bei der Ecke. Und wenn ich es nicht mehr geschafft hätte zurückzukommen, dann hätte ich gar nichts mehr gehabt. Dann hätten wir ein 1:1 sogar noch gekassiert. So habe ich wenigstens einen gehaltenen Ball. Ach, das war ein tolles Spiel. Also, oh, Osnabrück ist Vierter tatsächlich, obwohl sie jetzt gegen uns verloren haben. Also sie sind anscheinend auch ziemlich gut dabei. Also kein Wunder, dass das so ein Spiel gerade war. Aber das war schon echt heftig. Wir sind immer noch auf Platz 1 mit 3 Punkten Vorsprung auf Platz 2 und 4 Punkten Vorsprung auf Platz 3. Hansa Rostock ist tatsächlich auch auf Platz 4 hier. Nicht ganz so weit oben wie in der Trainerkarriere, aber geht. Unterhaching ist 19. gegen die spielen wir jetzt gleich dann. Ja, mich freut es, dass wir Erster sind und dass wir dieses Spiel auch gewonnen haben. Also wie gesagt, das war schon ein hartes Spiel für die Mannschaft allgemein. Ich war auch nicht so geil, also überhaupt nicht geil, muss man so sagen. Ich habe wirklich überhaupt nichts geleistet. Kann man nicht sagen. Wir haben zwar zu 0 gespielt, aber man kann nicht sagen, dass ich den Kasten sauber gehalten habe. Also bis auf diesen letzten einen gefangenen Ball da bei der Ecke, wo ich ja selber wieder den Patzer gehabt hatte, dass ich so komisch rausgerannt bin. Bis auf den Ball haben wir wirklich sehr, sehr schlecht gespielt. Da muss ich auch ehrlich bleiben, da muss ich auch mich selbst kritisieren. Also ich fand das ehrlich nicht geil. Und desto mehr freut es mich, dass wir gewonnen haben. Das muss man einfach so sagen. Gut, dass wir den gekickt haben, hätte ich nicht gedacht. Aber der Reflex da. Nice one, doch ein A. Wo es wieder nicht so geil war. Aber okay. Ja, also wie gesagt, es freut mich umso mehr, dass wir da gewonnen haben, weil die Partie war echt nicht gut gespielt. Ich hoffe, dass es gegen Unterhaching jetzt ein bisschen besser läuft, dass Unterhaching auch Chancen hat, aber eben die Chancen, ja, nicht gut verwertet oder was auch immer, dass ich ein paar Paraden bekomme. Das ist natürlich auch immer wichtig, weil wir haben einen fucking Marktwert von 21 Millionen. Was ist das denn? Und wir kriegen einfach kein Angebot. Das ist ja richtig traurig.
Das ist einfach so, durchs Training habe ich mich übel verbessert, aber ich spiele nicht gut und krieg kein Angebot. Das ist echt traurig. So, 4 Mann A tatsächlich. Das ist mal wieder nice. Das freut mich. Beenden. Und dann starten wir das nächste Spiel, das letzte Spiel schon wieder für heute. Und ja, das geht jetzt gegen Unterhaching. Auswärts, wie gesagt, Unterhaching ist Vorletzter, also das sollte jetzt schon ein bisschen besser laufen, wie gerade eben. Alter, was haben die denn für ein Stadion? Ach du Kacke. Estadio de las Artes. Alter, ey, also ob, das kann niemals sein. Guck dir mal das Stadion an, das sieht ja nicht mal schlecht aus, das ist ja richtig cool. Das ist einfach eine Drittligist-Mannschaft. Guck mal, wie das aussieht, als ob. Kann doch nicht mal sein, Alter, das geht gar nicht. Den haben wir, da sind wir diesmal gut rausgekommen, alles perfekt. Mal erstmal da runter, sauber. Jawohl, da rappelt es direkt mal. 18. Minute, 1 zu 0, Königs. Schön gespielt, hier ist die Maus, lol, hui. Den haben wir wieder. War wieder nicht schlecht. Das ist, glaube ich, eine bessere Taktik, wenn man so von Anfang an schon ein bisschen rausläuft. Wenn man den wirklich haben will, dass man am Anfang an so ein Stücken schon draußen ist und nicht so ganz normal im Tor steht. Oder im Ballverlust. Jetzt kommen sie mal. Jetzt kommen sie mal, aber der Verteidiger hat ihn. Der Torwart hat sich schon hingelegt. Oh, nice one! Noch vor der Halbzeit das 2 zu 0 und wieder Königs. Das war ja mal mega nice. Am ersten Tor weiß ich nicht, wie ich es geschnitten habe. Da war jemand an der Tür gerade. Da werde ich meine Stimme wahrscheinlich einfach rausgeschnitten haben. Das war ja mal mega nice. Er hat da den richtigen Laufweg, der Torwart mit dem Mega-Patzer. Jetzt ist mein Controller aus. Torwart mit dem Mega-Patzer. Warte, Controller. Zap, 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 komm. Perfekt. Ja, Torwart mit dem Mega-Patzer und Königs nutzt ihn aus und kann zum 2:0 in der 45. Minute verwandeln. Direkt vor der Halbzeit. Das hat es jetzt nochmal gebraucht. Unterhaching nicht schlecht, aber wenig Chancen. Zwei, drei Schüsse, die vom Verteidiger geblockt wurden. Deswegen gab es auch zwei Ecken, die ich beide abgefangen habe. Und von daher ist so ein Lala-Spiel. 2:0, das war jetzt wichtig, finde ich. Denn wir wollen jetzt hier nicht gegen Platz 19 mit 1 zu 0 oder so rausgehen. Also 2:0 ist schon ganz nice für einen Anfang. Vielleicht kann man darauf noch aufbauen. Boah, der segelt ja da drüber übers Tor. Ich weiß gar nicht, warum ich gesprungen bin. Der ist echt hart dran vorbeigesegelt. Richtig hart. Boah, Latte! Das ist ja echt geil. Der 6. Februar 2018 ist auf Mikes Kanal Lattentag. Jeder trifft hier Aluminium, Pfosten, was auch immer, Latte, was auch immer, echt. Lattentag, Aluminiumtag, nennen wir es so. Ach du Scheiße. Da brauche ich echt gar nicht springen. Das ist echt traurig. Also ich habe mich jetzt auf was gefasst gemacht. Aber der Schuss, der ging ja wirklich nach hinten los, kann man so sagen. Also Unterhaching, es tut mir leid, das auszusprechen, aber dass ihr auf Platz 19 seid, das wundert mich nicht ganz so. Den haben wir. Gar kein Problem. Ganz ehrlich, gar kein Problem. Wir hauen ihn mal einfach mal vor. Wenn er einen Kick gut, wenn nicht, auch okay. Aber er hat ihn sogar gekriegt. Konnte ihn nur nicht gut weiterleiten.
Okay. Leider kam von unserer Mannschaft nichts mehr. Wir bleiben bei einem 2:0 Sieg für uns. Meine Leistung hat mir besser gefallen. Wir hatten zwar nicht so viel zu tun. Allerdings haben wir 3 gefangene Bälle. Das waren, glaube ich, 2 Eckbälle und noch irgendwas. Also ist im Großen und Ganzen okay. Eine 8,0er Bewertung bin ich mit zufrieden. Und vom Ding her haben wir einfach besser gespielt. Also sobald sie mal ans Tor rankamen, haben wir dem Gegner quasi signalisiert, du kommst hier nicht vorbei und fertig. Also da gab es keine Diskussion. Und ja, das ist anscheinend auch angekommen. Da kam nicht viel von Unterhaching. Die sind jetzt auf Platz 20 runtergerutscht. Gut, wir haben jetzt 4 Punkte Vorsprung auf Platz 2 und haben 5 Punkte Vorsprung auf Platz 3. Also ein bisschen haben wir den ausgebaut in dieser heutigen Folge durch 2 Siege. Einmal 1:0, einmal 2:0. Ich würde sagen, wenn euch der Part gefallen hat, ihr könnt übrigens gerne die letzte Folge angucken. Und ihr könnt übrigens auch gerne die nächste Folge angucken. Nächsten Dienstag einfach mal wieder reinschalten. Lasst eine Wertung da, wenn es euch gefallen hat. Haut rein. Bis dahin und ciao, ciao. I don't really do this, but Bruce G be the dude to remove the bluff. Big chick wanna talk like she knew what's up. Every time I step in, they say who the what. The where, the how, flying, smear the ground. My chick 10-10, she can stare the sound from miles away. Hello felt kinda, now goodbyes. Feel like a title.